In der Pandemie sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler omnipräsent. Inzwischen kann fast jeder Deutsche mindestens 2 oder 3 VirologInnen nennen. Darüber, wie Wissenschaftskommunikation ablaufen kann, will ich heute mit 2 Forschern und Forscherinnen der Albert-Ludwigs-Universität sprechen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum BZ-Talk im BZ-Haus. Mein Name ist Annika Maldacker. Ich bin Digitalredakteurin bei der Badischen Zeitung und werde heute diesen BZ-Talk zum Thema Wissenschaftskommunikation führen. Ich begrüße bei mir Daniela Kleinschmidt. Sie hat die Professur für Forst- und Umweltpolitik inne und ist außerdem seit kurzem Prorektorin für Internationalisierung und Nachhaltigkeit. Außerdem haben wir Carsten Dormann zu Gast. Er ist Professor für Biometrie und Umweltsystemanalyse an der Uni Freiburg. Herzlich willkommen, Sie beide. Hallo. Hallo. Fangen wir gleich mit dem Thema Wissenschaftskommunikation an. Frau Kleinschmidt, wie können Sie Ihren Forschungsbereich so erklären, dass ihn möglichst jeder verstehen kann? Also ich bin Professorin für Forst- und Umweltpolitik. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Steuerung von Umweltthemen auf verschiedensten politischen Ebenen. Dazu zählt die lokale Ebene bis zur globalen Ebene. Was dort passiert, insbesondere im Moment beschäftige ich mich mit illegaler natürlicher Ressourcennutzung. Dazu gehört sowas wie illegaler Abbau von Wäldern oder aber auch illegaler Wildtierhandel, illegale Fischerei. Und da ist die Frage, also wie ist das im Kontext aufgebaut? Das heißt also, wo ist das Eingang? Was für eine Form von Illegalität ist das? Und welche Steuerungsmechanismen greifen da? Also was für Formen von Governance, auf welcher Ebene, welche Instrumente werden eingesetzt, um das zu regulieren? Um am Ende dann herauszufinden, wie das dann auch auf die Effektivität wirkt und auch auf die Legitimität. Also wie kann man das Ganze dann akzeptieren als Steuerungsmechanismus gegen illegale Nutzung? Danke. Und Herr Dormann, wie könnten Sie das Ihren Forschungsbereich erklären? Also meine Professur beschäftigt sich damit, aus Umweltdaten im Grunde wissenschaftliche Informationen zu distillieren. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, im Grunde wissenschaftliche Erkenntnisse nicht durch mangelhafte Daten verwässern zu lassen. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit methodischen Entwicklungen und ich will jetzt das Wort Big Data eigentlich nur ungern in den Mund nehmen, da habe ich es schon getan. Aber im Grunde geht es darum, dass viele von den Daten, die uns so erreichen, entweder von mäßiger Qualität sind oder sehr stark einen bestimmten Aspekt abbilden und dann andere Aspekte vernachlässigt werden. Wir versuchen so ein bisschen Themenfelder zum Beispiel wie Biodiversität im Klimawandel zu beleuchten und zu gucken, ob die Daten, die uns zur Verfügung stehen, überhaupt belastbar sind für die wissenschaftlichen Aussagen, die wir darüber treffen wollen. Da sind wir jetzt schon auch beim Knackpunkt unseres Talks, denn wir Medien wollen ja oft vereinfachen, sodass jeder es versteht und es birgt ja auch viele Probleme mit sich. Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht mit solchen Vereinfachungsproblemen? Frau Kleinschmidt? Ja, diese Vereinfachungsprobleme kenne ich schon. Ich habe schon meine Erfahrungen damit gemacht. Es gab zum Beispiel einen Pressetermin, in dem es um ein Projekt ging, ein internationales Projekt, an dem viele Forscherinnen beteiligt waren und wo es um illegale Holznutzung ging und wo wir unsere Ergebnisse präsentiert haben. Und eins der Ergebnisse war zu sagen, die Zahlen, die wir zur illegalen Nutzung von Holz haben, die divergieren ganz, ganz stark. Und es kommt darauf an, wen man fragt, wonach man schaut. Es gibt eben keine offizielle Statistik für illegale Nutzung. Und deswegen haben wir gesagt, das ist ein ganz schwieriger Punkt zu sagen, wie viel wert ist das Ganze eigentlich? Um welche Größenordnungen reden wir? Und tatsächlich im nächsten Tag in der Zeitung stand dann aber drin, ja, im Wert von so und so viel Millionen, ich weiß gar nicht mehr, was dort angezeigt war, so um dieses Thema geht es. Und das war natürlich eine ganz starke Verkürzung bis hin zur eigentlich Umkehrung dessen, was wir gesagt haben, was ich dann schon so ein bisschen schade fand. Also Erfahrungen mit der Verkürzung haben wir schon gemacht. Herr Dormann, erinnern Sie sich an ein Beispiel oder auch wie also, sind die Schwierigkeiten? Meine Wahrnehmung war eher erstens, dass bei Medien das häufig nicht das Interesse war, sich mit der Komplexität sehr stark auseinanderzusetzen, weil es geht doch um eine kurze Darstellung. Und wir besetzen nun Themen mit der Umweltforschung, die zwar politisch aufgeladen sind, aber im Detail dann doch irgendwie niemanden interessieren. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Und deshalb sind die Leute, also die wenigen Interviews,
waren recht schlecht vorbereitet. Also die Interviewer kamen dann mit Fragen, die in dem Themenfeld überhaupt nichts zu suchen hatten. Ist es nicht auch die in der Verantwortung der Forschung, sich der Öffentlichkeit oder sich einer breiten Öffentlichkeit zu erklären und einfach die Ergebnisse oder den laufenden Stand der Forschung auch verständlich zu machen für jedermann? Ich meine, es fließen ja auch viele öffentliche Gelder in Forschung. Also könnte man nicht auch so argumentieren, dass es dann quasi die Bringschuld der Wissenschaftlerinnen wäre, Herr Dormann? Sicherlich könnte man so argumentieren. Die Frage ist, wer will es denn hören? Also es gibt, sag ich mal, in der Konkurrenz um die Aufmerksamkeitsspanne des Hörers, der Hörerin, des Lesers, der Leserin, des Zuschauers, der Zuschauerin, ja, ein Kampf. Und die Discovery Channels und die David Attenboroughs dieser Welt, die kriegen einfach weniger Sendezeit als die Bruce Willis und weiß gar nicht, wer gerade aktuell so ein Hau drauf ist. Wenn ich jetzt Vin Diesel sage, dann sage ich nur, wie alt ich bin. Ne? Also und in diesem Kontext ist einfach meiner Ansicht nach wenig wirkliches Interesse daran, sodass man das sehr stark verkürzen muss. Ich habe eine Zeit lang in den Niederlanden gelebt und da war das so, dass in jeder Samstagsausgabe des Volkskrant eine ganze Seite Wissenschaft dargestellt wurde. Da war immer die Hälfte davon war ein Interview mit jemandem, der gerade seine Doktorarbeit abgeschlossen hat. Das fand ich sehr witzig, denn es war dadurch eine Institution geworden. Man wusste genau, wenn man diese Seite aufschlägt. Und die Themen waren alles, was in Doktorarbeiten behandelt wurde. Es gab immer so ein bisschen persönliche Note dabei, manchmal so ein kleines Fotochen von wo auch immer die Leute arbeiten. Das wirkte auf mich, als gäbe es da ein Interesse. Wenn jetzt jeder öffentlich geförderte Forscher auf die Straße geht und seine oder ihre Forschungsinhalte und Ergebnisse rausplärrt, dann wäre da wahrscheinlich nicht viel mitgeholfen. Also ich sehe das auch so, dass wir natürlich in einem gewissen Maße rechenschaftspflichtig sind, aber viel unserer Forschung ist inkrementell. Und dann mit jedem neuen Paper rauszuziehen und zu sagen, ja, also auch das ist wieder wichtig, das halte ich für ein bisschen übertrieben. Und dann ist die Frage, wer wählt aus? Frau Kleinschmidt, ich glaube, Sie haben da auch eine andere Meinung als Herr Dormann. Ich weiß gar nicht, ob ich eine andere Meinung habe. Du hast ja nicht bestritten, dass man das schon tun sollte und hast auch gesagt, es gibt eine gewisse Verantwortung, die wir da haben. Das sehe ich genauso. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Verantwortung haben, unsere Forschung darzustellen auch. Ich weiß nicht, du argumentierst eigentlich ja damit, dass du sagst, das interessiert ja eigentlich gar keinen und wir haben gar nicht so viel Aufmerksamkeit, wie wir eigentlich bekommen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir um Aufmerksamkeit kämpfen sollten und zu sagen, hier, jetzt müsst ihr aber mal mir zuhören und ich habe was ganz Spannendes gemacht, sondern dass wir die Möglichkeit eröffnen und offen sind dafür, tatsächlich an die Öffentlichkeit zu treten. Und wenn wir nachgefragt werden, zu sagen, sagen Sie doch mal was dazu, jetzt ist es doch so wichtig. Also wir haben jetzt gerade wirklich ein Problem jetzt und Sie sind doch eigentlich die Expertin oder der Experte. Dann kommen Sie doch mal raus. Und dann zu sagen, nee, aber eigentlich, und ich bin ja auch noch nicht so weit und das ist jetzt auch nicht so ganz genau, es ist, finde ich, ein bisschen schwierig, weil ich glaube schon, dass wir eine Verantwortung haben und damit auch an die Öffentlichkeit gehen müssen. Und wenn wir Erkenntnisse haben, können wir die auch ruhig mal, wie du das nennst, rausplärren. Und wenn es dann keinen interessiert, muss ja dann auch keiner zuhören. Also das kann man ja auch den Menschen dann überlassen, was sie spannend finden oder nicht spannend finden. Ja, meine Sorge wäre eher, dass es auf diesem Basar der Mitteilung aus der Wissenschaft dann bestimmte Themenbereiche gibt, die sind ja jetzt auch so, die stärker auf Resonanz stoßen als andere. Also irgendwie scheint es ja wahnsinnig wichtig zu sein, schwarze Löcher zu beschreiben. Und das, oder jetzt gerade die Viren. Also es gibt so ein paar Themen, die irgendwie gesetzt sind. Aber ich meine zum Beispiel illegale Holzschlag, das ist ein Thema, das eigentlich die ganze Zeit niemanden interessiert, außer ab und zu mal hochkommt. Also im Sinne von in der Öffentlichkeit. Ja, egal wie relevant das ist. Oder ich sag mal, anderes Beispiel, in Deutschland mit seiner kurzen Küste interessiert natürlich keiner irgendwas zum Thema Meeresforschung. Also es ist ein, was weiß ich, Korallenriffe und deren Ausbleichung oder sowas, das mag vielleicht ein internationales Problem sein, aber das ist ja nichts, womit man hier die Nachrichten füttern könnte, selbst wenn man daran arbeitet. Ja, aber ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich sehe das nicht so, wie dass wir raustreten müssen und jetzt unbedingt muss nächste Woche der Spiegel darüber berichten oder die BZ darüber berichten, sondern dass wir da sagen, wir haben da was, wenn euch das interessiert, bitte gerne, wisst ihr, wen ihr ansprechen könnt. Also das fände ich schon dann als wichtig. Und
Ich würde das auch bestreiten, dass du sagst, es interessiert keinen mit dem illegalen Holznutzung. Ich glaube, es gibt immer Leute, die sich interessieren. Und das sind dann nicht die großen Medien. Und es kommt auch nicht auf die Titelseite. Darauf kommt es aber nicht an. Aber es gibt natürlich Menschen oder auch Organisationen, die sich eine ganze Weile damit beschäftigen und sagen, hey, das ist ja, ja das geht mich auch irgendwie an. Das ist ja bei den ulkigsten Themen manchmal so, dass man denkt, ah, das interessiert jetzt die Menschen. Ja, ja, das Thema für mich war jetzt die Bringeschuld. Das Wort, also, an dem ich mich aufhänge, war die Bringeschuld. Mhm. Und wir können nicht alle bringen. Ja, es gibt auch zu viel, ist ihre... Zu viel Stimmen, zu wenig Ohren. Ja, vielleicht muss diese Sparte Wissenschaftskommunikation auch viel... noch eine größere Rolle in der wissenschaftlichen Ausbildung spielen, damit Wissenschaftler auch so ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln, wie sie die Themen, ja, ich sag mal, sexy machen können. Weil illegaler Holzschlag ist ja ein total spannendes Thema. Also ich kann verstehen, dass dieser Journalist ich will es nicht gutheißen, was er gemacht hat, aber er wollte das Thema halt schnell greifbar machen und hat es aber dann falsch dargestellt. Also ich meine, dieses Schlagzeilen machen hat ja auch den Vorteil, dass es Leute einfach kesseln kann. Also mittlerweile lernen wir ja schon ganz schön viel in der wissenschaftlichen Ausbildung. Ich weiß gar nicht, ob wir den Studierenden das jetzt auch noch zumuten wollen, dass sie sagen, sie sollen jetzt auch noch hervorragende Kommunikatoren werden. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe schon auch so einen gewissen Wandel. Also das Next Generation klingt jetzt irgendwie so großartig, aber das ist schon so ein schleichender Wandel, ist auch das, viel mehr Wissenschaftlerinnen eigentlich kommunizieren. Also auch über die neuen Medien, Blog schreiben, YouTube-Videos anbieten. Das ist viel, viel selbstverständlicher geworden, als das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch waren. Und das finde ich schon gut, ob das jetzt tatsächlich unser erstes Ausbildungsziel, also unser erstes Ausbildungsziel ist ja mal, wir Erkenntnisgewinn liefern. Und da stehen wir vielleicht dann so ein bisschen in so einem Spannungsverhältnis zwischen auf der einen Seite Erkenntnisgewinn liefern und zum anderen auch, wo liefere ich es denn gerade mal hin? Also nur in meine Wissenschaftscommunity ist dann vielleicht ein bisschen wenig, aber ob ich deswegen jetzt gleich die Kommunikatoren, und das wollen vielleicht gar nicht alle und können vielleicht auch gar nicht alle, aber so eine Professionalisierung, finde ich, sieht man ohnehin. Ja? Also das ist ja schon seit langer Zeit gefördert und gefordert, dass man in der Wissenschaftskommunikation was macht. Und da wird ja auch ein bisschen Geld reingesteckt und das soll professionalisiert werden. Und in anderen Ländern sieht man das auch viel, viel stärker. Da wird ja sehr, sehr viel Geld in die professionelle Wissenschaftskommunikation. Das wird ja nicht mehr den Forscherinnen überlassen, weil wir viel zu viele O's und Äs sagen und uns falsch bewegen, falsch anziehen und ich weiß nicht, was wir sonst noch alles falsch machen. Und die Expertinnen das dann richtig aufs Blatt bringen und dann versuchen zu vermitteln zwischen den Medien und den Wissenschaftlerinnen. Sehen Sie, Herr Dormann, da Deutschland auch noch ein bisschen hinterherhinken in dieser Wissenschaftskommunikationssparte? Naja, also ich sehe das im Großteil auch so, dass die jüngeren Generationen der Studentinnen, die wir sehen, deutlich selbstbewusster sind, deutlich besser reden können, sich besser darstellen, auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Stilgefühl für sowas entwickeln. Aber gleichzeitig muss man ja berücksichtigen, dass der Großteil der Blogs keine neuen Inhalte hat. Also da geht es dann auch sehr schön aufbereitet, meinetwegen, aber das sind dann Sachen, die schon bekannt sind oder so. Und worüber wir jetzt ja eigentlich reden, ist ja sozusagen die Kommunikation der Forschungsfront. Also wenn ich jetzt in einem Videokanal irgendwas erzähle über, wie man Bäume zählt, im Wald, dann ist das etwas, was seit Hunderten von Jahren so gemacht wird, auch wenn es Gegenstand unseres Studiums ist und auch noch in der Forschung benutzt wird. Aber eigentlich ist das ja ist ein bisschen banal. Und die Forschungsfront wird typischerweise von Leuten geformt, die sehr gut sind. Das ist ein Hochleistungssport also im Vergleich. Und dass die Leute besonders gut im Speerwerfen sind, heißt nicht, dass sie besonders gut im Schwimmen sind. Und meine Sorge ist, wenn wir immer mehr weitere Kriterien aufbauen, die Wissenschaftlerinnen erfüllen müssen, dann führt das zu so einer Auswahl einer eierlegenden Wollmilchsau und nicht eines besonders gut in dieser Richtung. Primären Aufgaben für Professoren sind Forschung und Lehre. Und wenn ich jetzt dann noch sagen würde, Forschung und Lehre und Weiterbildung und Wissenschaftskommunikation und, dann schließe ich eine bestimmte Art von Person aus. Und ich finde es schön, dass es Menschen gibt, die meinetwegen auch in der Lehre inkompetent sind, aber geniale Forscherinnen und umgekehrt. Also ich hätte die Sorge, dass das Aufladen des Curriculums mit zu sehr von diesen Secondary Skills
vom eigentlichen Kerngeschäft ablenken kann. Wir kennen ja jetzt mittlerweile alle den Virologen Christian Drosten, der ja auch aktiv mit seinem Podcast in die Öffentlichkeit gegangen ist, um zu informieren. Ratschläge in Medien gibt und natürlich auch die Politik. Wie sehen Sie das? Also welche Rolle soll oder darf ein Wissenschaftler einnehmen in der Öffentlichkeit, wenn es eben um dieses Spannungsfeld von Ratschlag und Information geht, Frau Kleinschmidt? Ich finde das bewundernswert, was er macht. Also ich finde das großartig, dass er so viel Zeit darauf verwendet, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und nebenher forscht er ja auch noch. Also ich muss sagen, Hut ab, dass er sich das antut, dass er das wirklich macht. Und ich kann, und so großartig, wie ich das finde, kann ich nicht verstehen, dass da so starke Kritik kommt. Und er hat ja sehr starke Kritiken auch geerntet dafür. Und ich muss sagen, wir freuen uns alle, dass wir über möglichst gute, sachliche Informationen, dass wir die irgendwo herbekommen. Und wenn nicht von diesen Forscherinnen, die daran arbeiten, dann weiß ich es nicht. Also ich bin absolut der Meinung, dass er da eine ganz großartige Rolle spielt, gerade in dieser Zeit, wo es irgendwie tatsächlich um eine Krise geht, wo es um neue Informationen geht, die unbedingt gebraucht werden, die nicht irgendwo schon vorhanden liegen, die wir nicht schon von YouTube irgendwo runterziehen können oder irgendwo sonst schon alles gelagert haben, sondern es geht um ganz viel Neues, wo er irgendwie uns eine Information gibt, die wir vorher nicht haben. Ich finde es sensationell, ja. Also ich glaube, der wichtige Punkt ist genau, dass wir jetzt in einer totalen Ausnahmesituation leben. Diese Pandemie hat uns mit einem Virus konfrontiert, über den kaum jemand was wusste. Das heißt, man konnte nur so relativ begrenzt von den MERS- und SARS-Viren da Übertragungen machen. Und es betraf uns alle. Wir Menschen wollten auf einmal, wir brauchen jetzt ein bisschen Halt. Wir brauchen so ein bisschen, was ist denn überhaupt bekannt, was ist nicht bekannt? Und da hat er durchaus bewundernswert diesen Halt geliefert und mit seiner drögen, pedantischen Art, die meiner Ansicht nach für diese Situation hervorragend war. Also es ist eben eine sehr stark vertrauensbildende Art zu reden. Er hat nie, meiner Wahrnehmung nach, irgendwelche Unsicherheiten kleingeredet, hat aber auch gleichzeitig beschwichtigt, gesagt, naja, also das ist jetzt auch nicht so belastbar, diese Ergebnisse. Ich fand das enorm wichtig, um diese Situation besser einzuordnen. Gleichzeitig fällt das natürlich auch so ein bisschen in einen gewissen Kontext. Also weshalb Herr Drosten und auch Frau Cizek sich so auszeichnen können, ist natürlich, weil es keine Konkurrenz gibt. Also jetzt, wenn ich dieses politische Statement hier einflechten darf, das ist ja, es geht um Führung in einer Krise und diese Führung fehlt oder fehlte zumindest und deshalb war so ein Schritt und der Beratung und der Information sehr wichtig. In dem Fachbereich, in dem wir uns bewegen, also in der Umweltforschung, ist das meiner Ansicht nach alles nicht ganz so problematisch. Da ist aus meiner Sicht zumindest die Sachlage ist bekannter, die Fakten sind sortierter und die politischen Maßnahmen, die getroffen werden müssten oder könnten, sind klarer artikuliert. Also ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, dass wir für die Klimabewegung einen Christian Drosten bräuchten, weshalb dann eben Fridays for Future oder sowas prominenter sind, weil es darum geht, politischen Willen zu bauen und nicht politische Richtungen oder Möglichkeiten zu eröffnen. Die sind aus meiner Sicht zumindest sehr klar. Also wir wissen im Grunde, was wir machen müssten, um, sagen wir mal, CO2-Bilanzen zu verändern. Und deshalb ist diese Pandemie-Drosten ist ein Phänomen, das Gott sei Dank selten auftaucht, weil es selten nötig ist in dem Maße. Aber nichtsdestotrotz, also die Art, wie er kommuniziert und so, finde ich sehr angenehm und wirft ein gutes Bild auf die Wissenschaft. Ich finde, du hast da zwei Dinge total interessant verknüpft, nämlich diese Klimabewegung und die Klimafragen und auf der anderen Seite die Pandemie und den Drosten. Also in beiden Fällen verspürt man ja so eine Form von Heroisierung von Einzelpersonen oder von wenigen Personen zumindest. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das der Grund auch, warum teilweise eben Neider auf ihn zukommen und ihn sagen, naja, also du stellst dich da so ins Rampenlicht und kritisieren das Ganze. Aber da, glaube ich, muss man so ein bisschen davon distanzieren. Das ist ja nicht er, sondern er bietet seine Informationen an und was dann aus ihm gemacht wird. Und irgendwie scheinen wir uns alle so ein bisschen so
so Wonder Woman oder, weiß ich nicht, Spider-Man oder so zu wünschen, die die Welt wieder in Ordnung bringen, sei es im Klima oder sei es in der Pandemie. Und ja, in der Pandemie sehen die Superheroes dann so ein bisschen anders aus. Da sind sie dann einfach jünger, ein bisschen frischer, ein bisschen, bisschen mehr Greta vielleicht. Sie hatten das jetzt schon ein bisschen angesprochen. Wieso gibt es keinen Klimatrosten, also einen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin? Wieso brauchen wir eine Greta Thunberg? Wieso brauchen wir ein 16-jähriges Mädchen aus Schweden, was uns sagt, ihr müsst etwas ändern und nicht jemand, der auch die fundierten Ergebnisse mitpräsentieren kann? Die Frage müssen wir eigentlich an Sie zurückspielen. Sie sind ja von den Medien. Also, weil tatsächlich sind es häufig die Medien, die die Stars auswählen und nicht andersrum. Also es ist weniger so, dass die Wissenschaft sagt, jetzt haben wir hier den Superhero der Wissenschaft, nun aber kommt diese Frau, soll ganz nach vorne stehen. Sondern da spielen die Medien ja auch eine große Rolle, was sie einfach interessant finden, was sie sexy finden, was sich gut berichten lässt. Und da, glaube ich, ist Jugend Greta Thunberg sicherlich ein guter Faktor dann. Da haben Sie natürlich recht. Und das, meiner Ansicht nach, ist natürlich das, also der Klimawandel ein ungleich schwierigeres Problem. Also erstens, der betrifft einen als Individuum nicht so unmittelbar wie eine Infektion. Das zweite ist, die Infektionsmaßnahmen, die wir treffen, den Abstand, den wir halten, die Masken, die Impfung, das sind Sachen, die man sehr lokal organisieren kann. Man kann nicht einfach mal ein paar zigtausend Tonnen Kohlenstoff irgendwo sequestriert. Das kann man nicht lokal organisieren. Das bleibt ein globales Problem. Und das andere ist, es gibt ganz, ganz viele Sektoren, die eben dazu beitragen, zu unserer CO2-Bilanz. Und deshalb kann man nicht also auch auf einen Sektor das beschneiden. Also man kann nicht sagen, der Verkehr, die Energiewirtschaft. Ja, der Verkehr und die Energiewirtschaft und. Und deshalb, einer der treibenden Kräfte vom Klimawandel ist natürlich die Überbevölkerung. Wie soll ich das denn in den Griff kriegen? Da kann ich noch so viele Experten fragen. Ja, also natürlich gibt es da auch Experten, die sich mit Populationsentwicklung auskennen. Und die Ratschläge sind da ganz einfach. Es geht um die Gleichberechtigung von Frauen und es geht um bessere Bildungschancen. Das sind die besten Indikatoren für die Reproduktionsrate sozusagen. Aber das wissen wir auch seit 50 Jahren. Da brauchen wir jetzt kein neues Podcast drüber. Und wenn die nächste Studie rauskommt zu Defekten von Überbevölkerung auf zum Beispiel Stadtklima in Neu-Delhi oder so, die bringt für die Stimmung, für den Druck aufs politische Handeln bringt die was, aber keinen wissenschaftlichen neuen Erkenntnisgewinn wirklich. Und insofern, das meinte ich eben vorhin, ich glaube, dass der zumindest der Klimabereich, aber auch der Umweltbereich, der ist inhaltlich recht gut bekannt. Also die Hauptunwägbarkeiten liegen auf der Ebene der Reaktionen der sozialen Systeme, der politischen Systeme und weniger auf dem Bereich, dass wir jetzt also durch eine neue Tiefseebohrung oder neue Modellsimulation komplett neue Verständnisse erarbeiten. Und deshalb ist eben diese Pandemie ist eben anders. Da haben wir wirklich bis heute, kriegen wir durch neue Studien noch neue Erkenntnisse zu was bessere, was eine Kombination von Impfungen oder sowas im Moment sind. Also ich glaube, dass der Erkenntnisbedarf in vielen Bereichen deutlich geringer ist als in der gegenwärtigen pandemischen Notlage. Nochmal zu dem Beispiel Drosten. Da habe ich eine persönliche Frage an Sie in der Rolle als Wissenschaftler. Und zwar, man fragt sich als Außenstehender, ob das eigentlich nicht total abschreckend auch wirkt, wie er in den Medien behandelt wurde, auch kritisiert wurde und persönlich angegangen wurde, auch Morddrohungen erhalten hat. Ob das dann nicht eine Abschreckung ist, auf Wissenschaftlerinnen sich überhaupt noch aktiv zu äußern. Also ich meine, wer möchte sich das antun? Frau Klein-Schmidt. Also wir sitzen ja hier. und ich glaube, die Relation muss man sich auch anschauen. Wenn der Drosten was macht und was sagt, da gucken sich das viele an. Und es kann viele Reaktionen und es hat eben auch sehr viel politische Aufladung. Wenn wir hier etwas erzählen, was noch nicht mal zu unserem Fachgebiet übrigens ist, es ist überhaupt nicht zu unserer Disziplin, also Wissenschaft, Öffentlichkeit, da gibt es ja auch Menschen, die sich wissenschaftlich befassen, dann nehme ich nicht an, dass wir da jetzt mit Morddrohungen rechnen müssen. Also das heißt, also ich glaube, so ganz so generell kann man das nicht sagen. Das Thema ist einfach sehr, sehr aufgeladen und da passieren solche Dinge. Und natürlich ist das abschreckend und natürlich würde man das als Wissenschaftlerin nicht wollen. Also dass man sich da in diese Gefahr läuft. Was ich aber noch viel spannender fand eigentlich war, das war nicht der Drosten, das war einer der anderen Virologen, der dann gesagt hat, das war ja super spannend, habt ihr das auch gelesen? Das war ja sehr interessant für ihn, dass er festgestellt hat,
dass die Politik ganz anders reagiert, als er gedacht hat. Also er hatte gedacht, er kommt mit Sachargumenten und würde die da hinlegen und dann würden die von der Politik aufgegriffen werden und entsprechend würden Entscheidungen getroffen werden. Und dann hat er festgestellt, so ist die Welt gar nicht. Und das gehört für mich auch zum Teil mit dazu. Und das war eine bemerkenswerte Äußerung, die er auch in den Medien getätigt hat. Also er hat eine ganze Menge dazugelernt, hat er dann gesagt. Und das fand ich interessant und spannend. Also dieser Teil, nicht nur, dass man ja nicht nur mit der Öffentlichkeit, sondern eben auch mit der Politik und was man sich als Wissenschaftlerin eigentlich davon erwartet. Also auf gar keinen Fall natürlich Morddrohung, sondern ja, eine Form von Dialog. Ist es überraschend für Wissenschaftlerinnen, dass die Politik gar nicht eben das tut, was eben rational wäre, nämlich die Ratschläge befolgen? Politikwissenschaftlerin Nein. Sicherlich nicht. Es ist nicht überraschend. Also wenn ich das mal ein bisschen in eine andere Richtung führen darf. Aus meiner Sicht sind wir als Wissenschaftler auch in den Umweltwissenschaften sehr wohl vertraut mit dieser Politisierung der Forschung. Denn es ist nicht immer die beste Forschung, die in den höchsten Journals veröffentlicht wird, sondern die relevanteste oder die wahrgenommen als relevanteste wird. Und viele von den oder manche von diesen Publikationen, gerade in Science Nature, sind, wie sagte ein Kollege, ich lese das nicht, ich lese ja auch nicht die Bild-Zeitung. Also die sind sehr meinungsaufgeladen und politisierend. Und wenig an einem Fortschritt der Wissenschaften aufgebaut. Also wenn man Gravitationswellen detektiert, dann wird man denken, das ist ja zum Beispiel auch einfach nur eine ganz normale wissenschaftliche Leistung. Aber wenn man denkt, dass hinter diesen Detektoren 3 bis 10 Milliarden Euro Forschungsgelder stehen und damit das Gerät überhaupt gebaut wird, dann weiß man auch, man muss das da hochspielen, damit es wahrgenommen wird, damit diese Forschungsgelder weiter fließen und so weiter. In der Klimadebatte werden zum Beispiel meiner Meinung nach viele Arbeiten hoch aufgeschlagen, die nicht wirklich belastbar sind, aber die sehr gut politisch verwertbar sind. Und das ist damit zeigt ja der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, dass sie genau wissen, wie sie das Spiel spielen müssen und welchen Effekt sie haben und auf welche Knöpfe sie drücken müssen. Und insofern würde ich mich wundern, wenn die Leute nicht auch damit rechnen, dass sie Gegenwind kriegen. Also Morddrohungen und sowas ist natürlich vollkommen absurd und vollkommen inakzeptabel. Aber dass dann unterschiedliche Meinungen entstehen, das halte ich für weit verbreitete Kenntnis. Und das ist auch ein gewolltes Spiel. Man hat jetzt auch durch die Pandemie das Gefühl, dass viel mehr über Wissenschaft gesprochen wird und auch die Öffentlichkeit einfach mehr mit ihnen in Berührung kommt, mit Wissen, mit Forscherinnen. Also ist es nicht auch eine Chance für die Wissenschaft mehr in Kommunikation zu treten mit der Öffentlichkeit? Also die Chance hatten wir ja eigentlich vorher auch schon. Und auch da glaube ich, dass man da differenziert schauen muss. Ich glaube, nicht alle Wissenschaften sind in der Pandemie jetzt besonders gefragt gewesen. Also da muss ich dir jetzt ausnahmsweise dann doch ganz deutlich recht geben. Da war die illegale Holznutzung jetzt nicht ganz vorne mit dabei, nur weil wir eine Pandemie haben. Also das, ich glaube, was man schon merkt in der Pandemie, ist, dass wir uns alle mit neuen Kommunikationsformen auseinandersetzen müssen und viel verstärkter auseinandersetzen müssen. Und das mag vielleicht schon seinen Beitrag dazu leisten, dass man sagt, naja, also vielleicht gibt es auch nochmal einen Schwung in Richtung einer anderen Form von Kommunikation. Aber ob uns das jetzt wirklich in Richtung Öffentlichkeit treibt, ich sehe das ja immer so ein bisschen so, wir haben einmal dieses Wissenschaftssystem, in dem wir uns sehr ausdifferenzieren. Wir haben ja eine ganz spezielle Kultur da. Also du hast es schon gerade angesprochen mit den Publikationen und Peer Review und gegeneinander also argumentieren. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Öffentlichkeit. Also wenn man wirklich so behaupten will, dass da so scharfe Grenzen sind, weil wir sind ja auch wiederum Teil der Öffentlichkeit. Und ob sich das jetzt dadurch gerade so großartig ändert, das glaube ich eher nicht. Also die Frage ist, wie viel integriere ich mich in die Gesellschaft und wie viel stehe ich eigentlich in meiner eigenen Wissenschaftskultur? Und also für mich hat das die Pandemie jetzt da nicht so sehr viel dran geändert. Es hat vielleicht in der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit auf die Wissenschaft gelenkt, aber eben nicht auf alle. Herr Dormann. Ich las, ich weiß nicht mehr wo, eine Analyse über YouTube-Videos mit wissenschaftlichem Inhalt. Und da war gegenübergestellt ein Format, wie wir es auch gerade hier haben, so universitätsproduzierte
Videos, meistens im Gespräch mit ein oder zwei Personen, die genau auf diesem Gebiet arbeiten, im Vergleich zu MyLab, also sehr professionellen, sehr kompetenten Personen, die ein Themengebiet in so einem Video darstellen. Und danach haben die Probanden verschiedene Fragebögen ausfüllen lassen und verschiedene Aspekte in den Fragebögen abgefragt und festgestellt, dass dieses MyLab-Format, also das professionelle Wissenschaftskommunikationsformat, dazu führt, dass die Leute viel mehr Fakten in Erinnerung behielten, aber nicht mehr wussten, um was es eigentlich ging. Und bei dem universitäts- und so personenzentrierten Expertenformat die Fakten verloren gingen, aber man hatte so ein bisschen einen Bogen mehr in Erinnerung gehabt. Das heißt, man hat mehr Verständnis für das System oder für den Prozess oder für die Mechanismen, für die Zusammenhänge, aber weniger über die Fakten und umgekehrt. Und das finde ich eigentlich sehr witzig, denn meiner Ansicht nach sind diese Zahlen und diese Fakten, die ja auch in diesen ach so beliebten Quizshows alle abgefragt werden, die sind ja eigentlich ziemlich irrelevant. Also im Sinne von, die kann ich nachgucken. Aber ich muss doch ein Verständnis haben, über wie die alle zusammenwirken. Das ist ja das viel Schwierigere. Und deshalb wäre meine Sorge, dass so eine professionelle Wissenschaftskommunikation, der viel mehr Klicks natürlich erhält als so ein schnödes Dialogformat, nicht das vermittelt, was wirklich relevant ist fürs Verständnis unserer Welt, unserer Systeme, unserer Entscheidungen. Die Fragestellung macht doch die relevanten Fakten, die stehen ja nicht so separat für sich. Und diesen Spannungsbogen darzulegen, das halte ich eigentlich für eine wichtige Sache, dass man ein besseres Gefühl kriegt, Systeme kompletter zu verstehen und nicht nur so in Details. Ja, aber manche ziehen sich dann auch dahinter zurück und sagen, naja, meine Forschung ist so komplex, die kann im Grunde genommen ja gar keiner verstehen, und sich so ein bisschen in diesen elitären Elfenbeinturm zurückziehend und zu sagen, naja, also das finde ich ist das Schwierige daran. Naja, also wir sind ja doch so kompliziert, wir könnten das alles gar nicht rüberbringen, und sich damit so ein bisschen erhöhen von allem anderen und sich so ein bisschen rausziehen. Und da hört, finde ich, die Toleranz auf, weil das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und da haben wir ja ganz zu Anfang drüber geredet, hat man eine gewisse Verantwortung, und da bin ich der Meinung, man hat eine Verantwortung. Und dann muss man es eben versuchen, auch so rüberzubringen. Und möglicherweise bleibt dann auch nicht so ganz so viel da, aber man kann es zumindest mal versuchen und sich dann so, naja, also. Ja, es gab übrigens mal einen Soziologen, der hat gesagt, wenn man sich in diese autistische Wissenschaftskultur zurückzieht, das wäre nicht in Ordnung. Also es sollte kein Freibrief dafür sein, dass wir uns in unsere eigenen System zurückziehen und uns nicht mehr an die Öffentlichkeit wenden können. Wenn ich mir den Blue Planet angucke von David Attenborough, dann bin ich immer sehr enttäuscht, weil das sind so wunderschöne Bilder, die hintereinander weggeschnitten werden, und ich lerne nichts. Ja, also ich sehe dann, dass dieser Seehund da rumschwimmt, und dann ist es schon wieder irgendwie eine Giraffe, weil irgendwie die Überleitung habe ich verpasst. Aber das ist doch gar kein Zusammenhang mehr. Ja, und es geht dann darum, eben eine Stimmung zu schaffen oder einen Eindruck, wie schützenswert die Welt ist. Unterschreibe ich vollkommen. Aber es bleibt nicht zurück an Verständnis für, was sind die Bedrohungen für bestimmte Systeme, was ist der Wert eines bestimmten Systems. Und mir geht es darum, dass ich glaube, aus wissenschaftlicher Sicht, oder zumindest für das, was mich interessiert, sind diese Zusammenhänge und diese Prozesse einfach viel wichtiger als das konkrete Faktum. Aber das ist doch für die Medien genau richtig, oder? Sie wollen ja doch auch immer Geschichten erzählen. Also es muss doch so eine Story drumherum. Ja. Also im Grunde genommen stimmt das, aber ein bisschen Emotionen gehören schon auch dazu. Also wenn der Seehund so rumschwimmt und die Giraffe da rumläuft und das, man fühlt sich da irgendwie so ein bisschen adressiert, das macht ja auch was mit der Geschichte dann. Interessensfrage, ne? Also es gibt vielleicht auch Leute, die es wirklich interessiert, liegt es in Australien oder in Nigeria? Und die dann vielleicht sich diese Zahlen auch besser merken können und bei diesen Zusammenhängen halt einfach raus sind. Und da ist halt dann die Frage, will man die aber dann nicht auch ein Stück mitnehmen zumindest? Also halt eben dieses Vielfältigkeitsangebot machen, dass jeder irgendwie sich was raussuchen kann. Also vielleicht ist das halt oft der Versuch der Medien, einfach irgendwie von allem was mitzunehmen, dass man möglichst viele Leute mitbekommt. Haben Sie das Gespräch schon mal geführt mit Finanzbeamten? Nein. Also ich stelle mir die Frage, also wir sind ja Angestellte des Landes, genau wie Finanzbeamte im Land zum Beispiel angestellt sind. Und die kennen ja nun am besten die Probleme unseres Steuersystems. Und die kennen am besten die Schlupflöcher und die kennen am besten auch Möglichkeiten, wie man es ändern könnte. Die haben aber auch keine Bringeschuld, oder? Die müssen nicht mit ihrem Wissen in die Welt hinausgehen und sagen, das ist ein Steuerschlupfloch und so. Also wieso wird das an Wissenschaftler herangetragen? Die sind genauso finanziert vom Staat.
Ja, wieso gibt es eine Polizeisprechstunde, in der Polizisten der verschiedenen Ausbildungsniveaus und Einsatzgebiete sich öffentlich darüber äußern, was wohl vernünftige Methoden zur Verbrechensbekämpfung wären? Also ich frage mich so ein bisschen, wieso wir als Wissenschaftler so eine Sonderstellung da haben. Aber haben wir das dann wirklich? Du kannst ja bei jedem, du kannst im Finanzamt anrufen und kannst fragen, du möchtest die Informationen, die da haben, abgesehen davon, dass es ja weniger um neue Erkenntnisse geht. Also da geht es ja nicht um Neuigkeiten, sondern es geht ja um allgemeine Informationen. Ne? Wie trage ich meine Lohnsteuerkarte? Was muss ich bei ABC eintragen oder sowas? Da sind die schon verpflichtet. Die geben dir auch die Auskunft. Wenn du da anrufst, sagen die dir sofort. Und das gibt es aber gleichzeitig noch auf 1000 Zetteln. Als Hohlschuld, aber nicht als Bringeschuld. Das ist auch als Bringeschuld, ist das auch überall. Du brauchst nur, also das gibt es schon überall. Also diese Informationen kriegst du schon. Ob das jetzt mediengerecht aufbereitet werden kann, das mag ja jetzt vielleicht ein bisschen schwierig sein. Aber da sehe ich schon einen Unterschied, weil wir versuchen ja oder hoffen ja immer, dass wir neue Erkenntnisse rausbringen. Das ist also was, was irgendwie noch nicht auf so einem Factsheet steht und das hat auch noch nicht das Steuerlexikon ABC irgendwie schon abgefrühstückt. Also ich sehe da irgendwie einen Unterschied. Also diese Steuer ist eine sehr bürokratische Geschichte, wie man etwas angeht. Und also es ist eine Verwaltungseinheit, wie wir ja eher nicht, also wir sind ja sozusagen eine Lehreinheit. Ja. Mhm. Ich bin jetzt auch kein Fachmann in diesem Steuerkontext. Aber zum Beispiel wird sich ja in den letzten 10 Jahren durch die Internetbestellung oder sowas da einiges geändert haben. Und insofern, auch da gibt es neue Erkenntnisse, auch da gibt es ja neue Entwicklungen oder so. Aber da gab es ja auch eine Riesendiskussion, ne? als man da Unterschiede deckt. Ich habe nicht gesagt, dass das Thema nicht berücksichtigt wird, sondern dass die Steuerbeamten, die Finanzbeamten nicht von sich aus in die Öffentlichkeit treten, um das Thema zu problematisieren. Also wieso sollen wir das machen? Und die Alternative wäre, ich sehe gerne Wissenschaft so ein bisschen als einen kulturellen Mehrwert. Und dann stelle ich mir vor, also wurde Van Gogh aufgefordert, eine Führung durch seine Gemälde zu machen. Ja, also ich sehe mich so ein bisschen, also ich will mich nicht mit Van Gogh vergleichen. Der Gedanke ist ja schon, dass wir etwas kreativ, wissenschaftlich Neues produzieren. Und wessen Aufgabe ist jetzt die Vermittlung? Das ist ja diese Hohlbringeschuld-Geschichte. Und wenn ich ein Buch von Simon Singh lese, dann merke ich einfach, der kann das Welten besser, als ich das jemals können werde. Und ich glaube, dass es einen wirklichen Bedarf gibt, wie auch immer finanziert, der dazwischen sitzt, der die Wissenschaft versteht und trotzdem kommunizieren kann. Und ich fände das persönlich besser, wenn das eine andere Person wäre, als dass man das dem Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin aufbürdet, eben aus den vorhin genannten Gründen. Das sind diese professionellen Wissenschaftskommunikationsinstitutionen. Ja. Wo die Uni Freiburg ja auch jetzt aufrüstet, ne, mit der neuen Stabsstelle, glaube ich, ist es ja. Ne? Auch an der Universität Freiburg ist Wissenschaftskommunikation ein ganz großes Thema. Und das ist nicht nur an der Universität Freiburg sicher so, sondern sicher an vielen anderen Universitäten auch. Und es wird ja politisch auch immer gewollt und gefördert, also seit vielen Jahren. Was ich mich da immer so frage, was ist eigentlich gefordert? Dass wir Informationen bringen oder ist der Dialog mit der Gesellschaft? Also das ist so, das finde ich so ein bisschen widerstreitend. Manchmal heißt es dann auch politisch gewollt ist, wir wollen einen Dialog, dass die Wissenschaft in Dialog tritt mit der Gesellschaft. Aber das, was der Drosten macht, ist ja weniger ein Dialog als mehr eine Information. Also was wollen wir jetzt wirklich? Wollen wir einen Dialog? Wollen wir also wirklich miteinander sprechen? Wollen wir sagen, wo sind die Probleme? Was sollen wir beforschen? Wie sollen diese Problemfragen aussehen? Oder soll ich die aus der Wissenschaft holen? Oder soll ich einfach am Ende nur sagen, übrigens, so sieht's aus? Also das sind ja schon zwei verschiedene Dinge, die da gewollt sind. Und da muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Mir hat es Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Und danke auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Sie dabei waren bei diesem WZ-Talk. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.